Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Anna. Wir haben etwas über den Ehebruch gelernt in der letzten Folge. Und die Maske ist immer noch festgeklebt. Die müssen wir bestimmt irgendwie abbekommen. Können wir die vielleicht jetzt schon abschneiden? Ich mal mit meinem Messer, oder? Nein, können wir sie ihm vom Kopf hebeln? Auch nicht. Mit diesem Messer könnte ich die Maske abbekommen, aber es ist rostig und nicht scharf genug. Okay. Wie entrostet man ein Messer? Man schärft es, indem man es an einem anderen Messer wetzt. Kleiderbügel. Oh, ich habe ihn gebogen. Er sieht jetzt aus wie eine eiserne Schnur. Okay, das war eher aus Versehen. Oh, was ist das? Schuhmacher und Mörder? Der Schuhmacher, besessen von seiner Suche nach Anna, hat seinen eigenen Bruder getötet. Okay. Wer weiß, wozu wir dieses, den Bügel noch brauchen. Hier ist nichts, da kamen wir her. Aber wir machen das mal ein bisschen. Ach, wir lassen es offen. Jetzt noch die Tür. Im Schlüsselloch steckt ein Schlüssel. Den müssen wir bestimmt entweder rauspopeln oder reindrücken oder sowas. Vielleicht mit dem Ding. Wenn ich das jetzt mache, verliere ich vielleicht den Schlüssel. Wie will man sie denn sonst aufbekommen? Mit der Brechstange einfach? Und mein letzter Versuch mit dem Messer. Na gut. Wir hatten ja hier hinten noch eine Falltür. Geh weg. Lass mich. Was war das denn? Das war ja ekelhaft. Hat sich jetzt was verändert? Vielleicht in dem Raum da vorn? Wir schauen erstmal hier. Hier ist noch was beim Alten. Nein, die ist auch immer noch festgeklebt. Und hier hat sich nichts verändert. Boah, Tür. Hier hat sich nichts verändert. Wo können wir hier den Türhaken mitnehmen? Kaminschaufel. Okay. Können wir nichts nehmen? Feuer. Ich habe früher Stunden vor einem brennenden Kamin verbracht. Aber an diesem unheimlichen Ort sind solche romantischen Erinnerungen fehl am Platz. Okay. Vielleicht können wir irgendwas ins Feuer werfen. Oder irgendwas, was können wir mit einer Kaminschaufel machen? Sollen wir mal im Feuer drin rumstochern? Nein. Ah, die Holzfrau wieder. Ich weiß nicht warum, irgendwie erschrecke ich mich nicht vor ihr. Aber das hätte ich jetzt nicht so laut sagen sollen. Beim nächsten Mal wird es vielleicht anders aussehen. Falltür. Eigentlich einen Teller? Ja. Okay.
Was passiert denn? Nein. Oh, die Schüssel? Auch nicht. Es sind Haare darin. Und ist die Frau wieder weg? Habe ich die jetzt? Ah, Kinderhaare. Aber recht viele. Müssen wir die Haare mit irgendetwas verbinden? Mit einer Maske? Mit der Maske? Mit dem Öl? Oder sie einen Mörser tun? Auch nicht. Sollen wir sie anbrennen? Okay. Symbol kommt mir bekannt vor. Haben wir das nicht im Nebenraum gesehen gehabt? Wenn wir da nochmal schauen gehen. Hier kommen wir ja offensichtlich auch nicht weiter. Hier sitzt sie. Ich habe versucht, dem Klickern zu folgen. Aber es war anscheinend immer auf meinem Ohr. Und war nur zum Gruseln gedacht. Okay, sie ist wieder weg. Hier ist nichts. Da ist auch nichts Neues. Schauen wir doch mal nochmal im... Ach, der Schrank geht ja nicht auf. Hat er das nicht mal mit einer Axt gesagt, damit ich es nicht probiere? Nein, hat er nicht. Okay. War da oben was? Nee, nichts Neues. Ja. Schauen wir doch nochmal in dem Nebenraum, ob wir dort jetzt irgendwas machen oder tun können. Jetzt macht es bestimmt gleich wieder dieses ekelhafte Geräusch. Finde ich eigenartig, dass er das einfach so zwischendurch immer einblendet. Ich wüsste zwar nicht, was wir hier machen sollen. Aber ich dachte, hier hat sich in der Zwischenzeit vielleicht irgendwas verändert. Göttinnen-Symbol. Aber hier ist nichts. Stuhl. Haben wir irgendwas, was wir auf den Stuhl legen können? Die Maske. Nein. Die Maske. Die. Wessen Haube das wohl war? Sie muss einem Kind gehört haben. Wenn es eine Kinderhaube ist. Ich wollte die... Ach, die können wir nur ansehen. Entschuldigung, dass ich immer so wegzucke. Aber ich möchte das immer dann benutzen mit dem Stuhl oder mit was auch immer. Und dann zerre ich das so hoch. Kinderhaare. Können wir die auf den Stuhl ziehen oder auf die Maske kleben? Das hat man ja auch schon versucht. Das hat nicht funktioniert. Okay, mit diesem Stuhl können wir anscheinend noch nichts machen. Ich dachte, ein neues Ereignis. Wir haben irgendwas noch nicht getriggert, was wir triggern müssen. Hier steht, wow. Ach nein. Haben wir jetzt wieder was verloren? Wieder ein Stück Ast verloren. Weil wir zu langsam sind, oder woran liegt das? Sie ist noch da. Wir gehen einfach mal wieder zu den Wohnräumen zurück. Oh, ich habe mich ausnahmsweise wirklich mal erschrocken vor dem Geräusch, weil ich vergessen habe, dass es wiederkommt. Okay, hier liegt doch nichts auf dem Boden. Wie schälen wir dir denn die Maske vom Gesicht, mein Freund? Auch ohne, dass ich gerade eine Ahnung habe, was wir damit wollen. Oh, sieht aus wie das Werkzeug, das ich unten in der Werkstatt gefunden habe.
Wir müssen das Messer hier auch irgendwie schärfen. Müssen wir das unten einspannen in der Werkstatt? Asche haben wir, wozu auch immer wir sie brauchen werden. Die Frau wieder. Kommen wir jetzt hier nicht durch? Doch. Mit ein bisschen Drängeln schaffen wir das. Die Schubladen gingen nicht auf. Richtig. Hier ist auch nichts mehr. Hier geht nichts mehr. Feuer. Haben wir was davon, wenn wir die Asche ins Feuer geben? Wo war die? Hier. Nein. Sollen wir die Haare verbrennen? Oder die Maske? Auch nicht. Den Ring? Müssen wir... Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir den Ring irgendwie einschmelzen müssen oder sowas. Aber irgendwie liege ich mit einem falsch. Zockt sie wieder hier? Wir können sie auch immer nur anschauen. Wir können ja nichts mit ihr machen. Nein! Nein, 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 bitte nicht! Oh Mist! Ich habe das Gefühl, das kommt viel häufiger als das Fliehen. Die ist verschlossen. Das muss der Weg nach draußen sein. Vielleicht an der Rückseite des Hauses. Ah, okay, den kennen wir ja. Da stand da, dass die von innen zu öffnen ist. Die Ahornblätter. Der blutige Teddy, mit dem können wir auch nichts machen. Mit dem Aststück auch nicht. Das Papier können wir nicht nehmen. Das auch nicht. Und auch wieder nur Ahornblätter. Gläser. Rote Kerze. Da haben wir doch gelesen, dass wir die für das Ritual brauchen, stimmt's? Die sollten wir in die Mitte stellen. Müssen wir die da hinstellen? Oder ist die eher für das Ritual im... Also im Nebenraum ist ja auch sowas. Rote Kerze. Also hierhin soll die nicht. Okay, dann ist das wirklich im Nebenraum. Aber dass man exakt diese rote Kerze nehmen musste und nicht irgendeine von denen hier nehmen dürfte, das war ja auch super. So. Okay, hier ist nichts. Hier steht sie wieder. Wir gehen mal weg, weil ich glaube, wenn wir ihr... Oh nein! Verdammt! Ich wollte gerade sagen, wenn wir ihr zu nahe kommen, dann... schwindet uns immer so ein Stück davon. Ich will aber gar nicht sterben. Fliegen? Ich kann mich sehen. Hier und jetzt. Das erste Mal, seit ich dich traf. Okay. Hier sitzt sie wieder. Das Licht hat sich verändert. Nichts anders. Hier auch nicht. Ist noch nicht zum Benutzen. Okay, ich nehme an, wir müssen in den Nebenraum. Wir gehen einfach mal hin. Hören uns kurz das ekelhafte Geräusch an.
Was ist das? Hier ist was aus dem Boden gekommen, das war erst nicht da. Aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle auch die Folge und ich drücke dann ganz schnell den Pausenknopf, bevor hier irgendwas passiert oder irgendein Auge kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Anna. Bis dann, tschüss!